Willkommen zurück bei Wolf bei der LP mit Pokémon Gold und diesmal sogar wieder mit Dark Slicer. Ja, servus, ich bin auch wieder mit dabei, ja. Hab Wollt ziemlich ihr schon alt vermisst und ich lasse dich heute nicht mehr zu Wort kommen. Du hast die ganze Episode ohne mich, das kannst du gerade vergessen, das kannst du vergessen. Ich wollte ja eigentlich letzten Part noch ein bisschen mehr aufnehmen, hatte dann aber doch keine Zeit mehr und deswegen habe ich den da gerade wieder dazugeholt und jetzt kriegt ihr endlich wieder Parts. Genau, ja. Wollen wir schon in die Arena gehen oder wollen wir noch ein bisschen trainieren? Das darfst du dir aussuchen. Also ich glaube, wir haben ja noch gar nicht die Trainer in der Arena angegriffen, oder? Nope. Da könnten wir uns auch ein bisschen leveln, würde ich sagen. Jo. So, ich check dann gerade mal, welche Level wir dann beim Arena-Leiter bekommen werden. Jo. Würde ich mal vorschlagen. Meine Pokémon und mich verbindet unsere Freundschaft. Dieses Band wird nie zerrissen. Wenn sowas so ein Muskelprotz sagt, das ist echt toll. Der Schwimmer männlich Mia. Respekt. Ah. Mit einem Schwimm... What the hell? Juba. Guck mal auf das Level. Ja, da wäre normalerweise ein Kikli. Oder ein Nocturne. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches hat. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich gegen das einsetzen soll. Kann ich dir auch nicht helfen. Und Red Bull hat die höchste Verteidigung, das macht er schon. Bis wir wissen, was das Vieh kann. Bitte, wir wissen, was wir kann, okay. Okay, es kann Luftstoß. Tja. Eine sehr, sehr seltene Attacke. Die irgendwie jeder hat. Giftblick. Okay, es kann Psychokinese. Jetzt wird es gefährlich. Ja, das könnte gefährlich werden. Ich glaube, wir haben eine hohe. Das ist aber nicht so effektiv. Ich könnte Sonnentag einsetzen, dann sind unsere Feuerattacken stärker. Und du könntest Solarstrahl direkt einsetzen. Wir haben keinen Solarstrahl mehr. Seit wann hat Stami das nicht mehr? Also Patrick? Patrick hatte das nie. Das hatte nee, Flausch. Nee. Ja, Flausch. Stimmt, Flausch ist ja gestorben. Nein, Flausch. Okay, das war ein Volltreffer gerade. Ja, aber das war auch nicht sehr effektiv. Welches Pokémon ist denn gegen Psycho-Attacken nicht ganz so anfällig? Hatten wir nicht ein Unlicht-Typ-Pokémon dabei? Ich würde nichts Patrick machen. Ja, haben wir. Kamikaze machst du schon. Ich sehe es kommen. Komm, bin ich wieder dabei, lässt direkt Kamikaze abdecken oder sowas. Ja, ich habe immer noch keine Ahnung, nur das nicht sehr effektiv war, probiere ich es jetzt einfach mal mit dem Surfer. Am Ende ist das Stahltyp. Tja. Nein, es ist kein Stahltyp. Sehr gut. Und Jesus erreicht Level 25, das ist doch schön. Intensität, ja. Intensität sieht auch nach einer schönen Attacke aus. Jesus hat insgesamt tolle Attacken. Dass man sowas mal sagt, ne? Ja, ich würde sagen, wir schmeißen Zahltag raus, oder? Ich würde Aurora-Strahl rausschmeißen, weil es hat so gut wie keinen Spezialangriff. Ich glaube, das hat 11 auf Spezialangriff. Aber Zahltag benutzen wir sowieso nie. Aber es ist immer noch effektiver als Aurora-Strahl. Nicht, wenn wir gegen ein Flug-Pokémon kämpfen. Es hat 11 auf Spezialangriff. Ich kann gegen Flug-Pokémon... Nun, schmeiß Aurora-Strahl raus. Ich habe im letzten Part gegen ein Flug-Pokémon gekämpft. Da war ich mit physischen Attacken immer noch stärker. So. Schwimmer männlich Mia. Das ist unmöglich. Und da greift gleich schon der Nächste aus dem Rücken an. Wir Meister der Kampfkunst haben nicht vor nichts Angst. So, ich check das jetzt gerade mal. Ja, wir haben nichts zu fürchten, außer also jetzt, der müsste jetzt, glaube ich, auch mit dem Level 27 ankommen. Aber zum Glück nur ein Seeper, da habe ich weniger Angst vor. So, dann... der Arena-Leiter erwartet uns mit Level 27er und Level 30er Pokémon. Soll ich Red Bull aufs Spiel setzen? Nein. Soll ich mal die Intensität ausprobieren? Ja. So, Intensität 6. Das geht doch. Ich kann Frustration. Oh mein Gott, es ist sauer. Nicht wirklich. Nochmal Intensität, jetzt kommen 9. Oh, wieder nein. 6. Jesus, bisschen mehr Power hier.
Stahlflügel, das ist gefährlich, das Vieh. Versuch's mal mit Flügelschlag einfach. Flügelschlag. Kommt aufs Gleiche raus. Irgendwie schon. Ich würde jetzt mal austauschen. Ja, auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Patrick ist Kampf. Kampf ist gegen alle diese Attacken normal, ne? Ja. Gut, Patrick, du machst das schon. Wahrscheinlich jetzt die erste Attacke wieder sehr effektiv. Alles tot. Außer wir sind jetzt gefroren. Das... Warum sage ich das überhaupt? Das ist doch klar, dass das passiert. So. Unlicht ist auch gegen das alles, ne? Ja, das ist normal. Jetzt werden wir nochmal eingefroren. Dann renne ich hier schreiend im Kreis, das sage ich dir aber. Das würde ich zu gerne sehen. Ich versuch's jetzt einfach mal mit Raub. Vielleicht kriegen wir ein Item. Ne, wir kriegen das Sepa tot. Sehr gut. Kamikaze kriegt die meisten Erfahrungspunkte, weil es immer noch das Glücksei hält. Schockierend. Ja, finde ich auch. Aber warte mal, hatten wir nicht irgendwie ein Schattenglas, also so ein unlichtverstärkendes Item? Ja, hatten wir. Das könnten wir jetzt rein theoretisch Kamikaze geben, dann wäre Raub eine ziemlich starke Attacke. Weil es würde mit Unlicht an sich schon 1,5 mal multipliziert werden, dann nochmal 1,2 mal verstärken. Das wäre nicht schlecht. Joa, aber ich sehe das halt so, dass ich das erstmal trainieren möchte, deswegen hat es ja das Glücksei. Ja. Ja, da könnte ich ja so eigentlich mal nach vorne tun. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst vor der Arena, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, du kannst ja nochmal den nächsten besuchen, weil der Typ hat noch nicht so stark. Echt? Also zumindest vom Level her nicht so stark. Wenn er mir jetzt gleich mit dem Lugia aufkreuzt oder so, dann hat er natürlich stärkere Pokémon. Worte sind nutzlos. Lass deine Fäuste sprechen. Ja, Schwimmer männlich. Haben wir überhaupt Stärke? Ich glaube, nein. Das ist ein Problem. Schwimmer männlich Thomas. Yay. Yeah. Kann es sein, dass wir Stärke erst nach der Arena der letzten Stadt benutzen können? Das heißt, wir müssen nochmal zurück? Ja. Ein bisschen gut. Aber ich werde mich mal ganz kurz erkundigen. So. Ja, mach das bitte. Das wäre sehr, sehr nett. Und sehr, sehr hilfreich. Und sehr, sehr Surfer. Oh. Und sehr, sehr effektiv. Das ist schön. Naja, zumindest sehr effektiv. Nicht sehr, sehr. Das wäre ja zweifach Schwäche. Gibt Dumiesel viele Erfahrungspunkte? Denke nicht. Also zumindest gehe ich mal davon aus, dass es nicht viele gibt. Das ist schlecht. Gucken. Oh, 600 ist okay. Aber ja. Mit Glück sei schon. Und es ist ein, Dings Trainer kann. Ja, Hauptspross. Das Hauptspross sieht schon irgendwie hart verkackt aus, oder? Raub! Nein, Umklammerung. Jetzt wird erstmal gar nichts gemacht. Doch, in der Edition schon. Ich beklaue es und töte es. Volltreffer. Volltreffer. Es gab ja noch weniger als das Dumiesel, aber es war auch mit einem Schlag. Es gab 1% weniger XP als das Dumiesel, ja. So, Thomas, du bist weg. Können wir probieren, haben wir Stärke? Ein Pokémon könnte vielleicht bewegen. Wollen wir wetten? Lass mal schauen, wir Stärke. Alter. Ich versuche gerade rauszufinden, wie wir an Stärke. Haben wir überhaupt schon Stärke? Ich guck gleich mal nach. Beutel. Ich glaube aber ja. Ja, wir haben Stärke. Haben wir es einem beigebracht? Weiß ich nicht. Kannst du mir mal einen beibringen. Finden wir es raus. Ich bring's Red Bull bei. Tja. An Red Bull ist nichts verschwendet. So, Red Bull, welche Attacke vergessen wir dir denn? Mega Hip hat ungefähr die gleiche Stärke und trifft nicht so oft. Okay. Vielleicht braucht man so einen Tag ja irgendwann nochmal. Wofür? So, testen wir mal. Oh ja, ich kann Stärke einsetzen. Sehr gut. Ist der nächste Typ auch nicht so stark? Der ist auch nicht so stark. Dürfte zumindest nicht sein.
gegen die Wut meiner Fäuste können deine Pokémon nichts ausrichten. Nee. Rachel. Rachel. Los, Kamikaze, den kriegst du. Was war das nochmal für ein Typ? Ich glaube Gestein. Oder Das war Boden. Ich erinnere mich. Tja, dann sind wir doch mit Surfer gut bedient. Jo, das dürfte eigentlich One-Hit sein. Tja, dumm gelaufen, dass wir auch mal ein Magnetilo hatten. Kleber, ne? Ja, das war mein Kleber. Ein Scaraborn. Haben wir hier Pokémon, die sieht man normal im Spiel nie. Doch, wenn du dauernd Kopfnuss einsetzt, dann würdest du es sehen. Ja, wer macht das schon? Wow. Nicht viele. Die Attacke war wirklich heftig. Hat uns ganzen 1 HP abgezogen. Benutzt mal nur mal eine Wasserattacke. Es kann Feuer oder wenn es uns paralysiert, haben wir ein Problem. Volltreffer. Und wir sind nicht gestorben. Das ist doch immer was. Ja, wir haben ja auch ein legendäres Pokémon. Das hält ein bisschen was aus. Na, ich würde mich nicht zu früh freuen. Ah, ich glaube, ich tausche aus. Warte mal. Was für Attacken hat es drauf gehabt? Gegen Unlicht weiß ich nicht, was effektiv ist. Naja, Kamm. Nur und Kampf. Käfer auch noch. Naja, es hat keine Käferattacken drauf, es ist ein Käfer-Pokémon. Also, eventuell. Es war mal eins. Vielleicht ist es immer noch eins, wir wissen es nicht. Ganz Schlecker. Das ist, glaube ich, nicht sehr effektiv. Nee, die sind ja auch pleite. Okay. Intensität 7. Respekt. Wenn ich den Gegner spiele und irgendwie so ein Boden-Pokémon habe, dann... Und dann Schaufel einsetzt, dann kommt immer gleich in die Intensität 10 von den Gegnern. Dann bin ich erst richtig weg. Oh, Despotar. Hätte ich schon ganz gerne. Ja, versuch's mal zu klauen. Versucht uns zu überrollen. Ist das nicht eine Kampfattacke? Ja, hätte das Ding getroffen, hätten wir jetzt ein dickes Problem gehabt. Despotar ist das dicke Problem. Ja, das auch. Benutzt seriously, es ist Flug. Da kann er so viel überrollen, wie es will. Und jetzt kommt wahrscheinlich irgendwie so Donner oder sowas. Ice Heap. Die können alle Ice Heap. Volltreffer. Sehr typisch. Tja. Mega Kick. Seriously, du Flasche. Ich glaube, ich tausche nochmal aus. Kampf gegen Kampf ist normal, ne? Ja. Moment mal. Nee, er hat Psychoattacken. Gefährlich. Patrick, du machst das. Hoffe ich zumindest. Ja. Geht 10 Schaden, damit kann man leben. Mit was soll ich ihn angreifen? Flammenwurf zuerst mal. Okay, Attack gegen daneben, das ist schön. Brenn es nieder. Jetzt vielleicht mit dem Hyperstrahl einfach umnieten sollen. Ja, nur wenn Hyperstrahl dann nicht sehr effektiv ist und das uns dann umnietet. Ah, oh, benutzt mal Surfer. Jetzt versucht uns weiter zu überrollen. Patrick, halt Stand. Überflute es. Bring es um. Du schaffst das, ich vertraue dir. Flasche. Wollen wir doch mit Hyperstrahl ankommen? Ich buddel mich ein. Ärmerschaufler, ne? Richtig. Das hat Konter eingesetzt. Ein Konter, das Vieh. Ja, das ist nicht ganz so. Ha! Der Schaufler hat's gebracht. Irgendwie schon. Und Seriously ist Level 26. So, cool. Möchtest du jetzt noch eine Training-Session einsetzen? Ja, aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Okay, wir haben wirklich nur 3 Kämpfe geschafft in einem Part. Ich weiß es nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich habe so das Gefühl, der Part ist vorbei. Respekt. Ich habe nämlich auch gerade gedacht, wie lange spielen wir schon. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich guck mal drauf. Ja, fast. Wow, wir sind schlecht, wir haben nur 3 Kämpfe in einem Part geschafft. Ja Leute, machen wir ein bisschen früher Schluss. Lasst uns auch jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben, tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, dieser Typ und Pokémon Gold, die Nuzlocke.
Bis dann. Was heißt hier dieser Typ?